Wir kommen heute noch zu einem weiteren Livestreaming. Heute mit einem neuen Format, das ich mal ausprobieren möchte, und zwar einem wöchentlichen Rückblick und auch eventuell teilweise Ausschau, je nachdem, was gerade ansteht, und zwar zu den Idle, Clicker und Incremental Games, die ich noch regelmäßig spiele, also die so in meinem täglichen Beschäftigen mit irgendwelchen Spielen auf jeden Fall immer wieder auftauchen noch. Und heute habe ich erst einmal eine Liste von 8 Spielen. Mal gucken, wie lange das insgesamt dauert. Ein paar werde ich relativ schnell durchgehen können, weil da nicht allzu viel passiert, und andere vielleicht ein bisschen länger. So, das nächste Spiel in der Liste freut mich besonders, weil es ist Scream Collector. Und dort geht es heute tatsächlich darum, ins Haus einzusteigen. So, heute seht ihr auf jeden Fall auch den Daily Bonus, also eben den normalen Bonus und auch hoffentlich den Daily Bonus. Okay, aber was ich auf jeden Fall heute hinbekomme, ist... Warum hast du jetzt geschrien? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ach genau, ich habe ja meinen Autoklicker jetzt aktiv. Also ich habe inzwischen so viele Diamanten eingesammelt, dass ich hier den Autoklicker aktivieren konnte. Hier und sogar den Double Speed und den Offline bisher raus eingespielt habe. Deswegen seht ihr hier auch, den kann ich einschalten. Dann seht ihr, dass der hier rumklickt, einmal pro Sekunde. Und ich stehe jetzt kurz davor, wieder das Haus abzuschließen, weil im Gegensatz zu dem, was ich angenommen hatte, dass hier diese 10 Upgrades hier irgendwie das Haus noch betreffen, nein, die 10 Upgrades waren das hier. Das heißt, es ging darum, letztlich die ganzen Erweiterungen für das Haus so weit zu vervollständigen, dass alle Ausbauten abgeschlossen sind. So, damit sind die Zombies komplett. Als nächstes sind die Witches zu vervollständigen. Und als letztes jetzt die Bäume, die ich natürlich extra übrig gelassen habe. Und ihr seht, das Haunted House ist complete. Unser Spukschloss ist vervollständigt. Und da ich ja den Schlüssel schon beim letzten Mal gekauft habe, geht es heute jetzt zum ersten Mal auch für mich ins Spukschloss. Auswirkungen hat es schon gehabt, weil ich habe bei bestimmten Boni, ich weiß nicht, ob es hier oben jetzt schon angezeigt wurde, schon ein anderes Bonus-Item bekommen, was sich wohl auf dieses Chill-Modus oder irgendwie auf diesen Vampir bezieht. Und ja, den schaue ich mir jetzt mit euch mal an. Okay, jetzt habe ich den Derivat bekommen, also Tag 21 hat jetzt 13 Gems gebracht. This place gives you the shields. Okay, das ist wahrscheinlich das da oben. Activating this bonus doubles the income earned when progress bar completes. Screams are no longer the currency. Ah, okay. Achso, the shields, genau. Shields sind das Relevante hier. In this place, and the gems are different too. But don't worry, there are a few ways to use your gems from the outside. Click anywhere to close. Genau, das war ja im Endeffekt schon hier dieses Wechselbad. Das heißt, dass ich 10 von der Außenseite in 1 von den neuen konvertieren kann. Ich habe inzwischen schon 45 lila Diamanten, die ich zum Teil auch schon durch Boni, glaube ich, in der Außenseite einsammeln konnte. Okay, hier kann ich wieder rauswechseln. Da werde ich wahrscheinlich auch ab und zu mal nachgucken müssen, wenn hier natürlich die Boni sicherlich auftauchen. Aber jetzt bleiben wir erstmal hier drin und gucken mal, was hier so los ist. Okay, also einfach im Moment nur auf den Teppich klicken. Grazed Shields per Klicks mal 2 and Aloe's Candles. Okay, aber an den kann ich nicht klicken, ich kann weiter nur da unten klicken. Mal gucken, was kann ich denn hier kaufen? Ach so, die sind erlaubt worden. So, das heißt, die werden wahrscheinlich dann nach und nach dann oben dort eingesetzt werden. Aber den Autoklicker habe ich hier jedenfalls noch nicht. Dann mal gucken. Also, okay, hier gibt es neue Boni. Wieder hier die Boni für die Dinger da oben. Die Progress Bar. Click Income mal 2. Candle Income. Black Widow Mode. Black Widow Income. Okay, das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, genau, das sind dann das gleiche wie die anderen 10. Das heißt, das ist dann hier auch jetzt mit 25, Ghoul, Door, Book, okay. Da sehen wir schon mal, welche Sachen da auf uns zukommen werden. Gut, Time Warp ist das gleiche, aber hier
Scratch-Tickets sind das, die ich da eingesammelt habe. Also dieses komische Ding mit den Zehen oder den abgebrochenen Zehen, wie es immer aussah. Das heißt, das sind schon Scratch-Tickets. Choose a ticket to scratch. You won 200 Shills. Okay, so läuft das dann also. Das heißt, hier kann ich irgendwas auswählen und ich kann auch 10 auf einmal dann auch hier scratchen, also Rubbelkarten. So, mal sehen, wie weit ich hier jetzt dann weiterkomme. Ah ja, genau. Meine, hier habe ich natürlich auch die anderen Sachen. Jetzt habe ich schon die Spooky Sounds angestellt. Und dann kann ich natürlich auch die Klicks hier gleich vervollständigen. Und hier, your shields will attract Halloween Spirits. Each increase your income by and clicks by 1%. Okay, also hier kriege ich neue Halloween Spirits, die nur für die Shields aktiviert werden können. So, klick 500 mal. 5000 ist der nächste. Und dann kann ich schon mal hier das Upgrade kaufen. Hey, eine neue Ebene. Und danach habe ich dann auch eine Treppe, um da hochzukommen. So, dann kann ich die ersten Kerzen vervollständigen. Mal jetzt den Ton wieder an. Jawohl. Und die Kerzen kann ich ausmachen. Das ist ja der Sinn des Spiels. Kerzen aufbauen, damit ich sie dann ausmachen kann. Und auch hier gibt es dann Diamanten einzusammeln. Denn, das hatte ich ja beim letzten Mal schon ein bisschen in die möglichen Achievements reingeschaut, ich soll Kerzen auspusten, dann Halloween Spirits, okay, dann Spinnweben beseitigen, das heißt, dazu werde ich wahrscheinlich erstmal die Spinnen freischalten müssen. Und dann machen wir hier mal die Zehner voll, dann kann ich hier in Zehner-Schritten upgraden. Und die nächste. Okay, Spooky Sounds sind jetzt auch wieder eine Stufe weiter. Okay, nächstes Update. Genau, jetzt ist die Treppe dabei. Und ich kann die Black Widow ja aktivieren. Pitcher Income. Was kann ich denn mit den Bildern anstellen? Also Sketcher, Sketch Cards, okay, das ist klar. Hidden Stuff. 10 von allem. Burn the Rainbow. Ah ja, The Fireplace. Mal gucken, wann der kommt. Smashing Skulls. Also das ist wahrscheinlich das dann, was sozusagen vorne mit den Kürbissen ist. Und dann Spellcasting. Snap. Catch eine Ratte. Die Uhr umstellen. 10 Türen öffnen. Das heißt, hier gibt es dann verschiedene Türen. So, mal gucken. Außenseite sind da schon irgendwelche Sachen aufgelaufen. Also zumindest sieht es jetzt nicht so aus, als würden hier auch die Sachen gekocht werden, während ich nicht da bin. Das heißt, ich bin tatsächlich so, als wäre ich offline. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ich hatte gehofft, dass es im Hintergrund weiterläuft und man hier später dann auch die Augen und Äpfel und so weiter dann weitergeben kann. Aber gut, dann bleibe ich mal auf der Innenseite. So, dann das nächste Upgrade. Und ja, die ersten bringen im Endeffekt noch nicht allzu viel, weil die noch keinen Bonus versprechen, also beziehungsweise noch nicht in der Karte angezeigt werden. Ah, was mache ich denn mit den Schwertern? Super. Tja, lasse ich das andere Schwert am besten mal hängen, weil ich habe eigentlich noch gar nichts, was ich damit anstellen kann. Aber was ich jetzt mal noch kaufen werde, ist die, das Click-Income zu verdoppeln. Weil wenn ich die schon habe, dann werde ich das doch gleich am Anfang mal als Beschleunigung nutzen. Und ein weiterer Diamant. Okay, nächster Bonus. 25.000 ist der nächste. Und Spooky Sounds. Auch bei 2500. So, dann mal hier das nächste Upgrade.
Und ich bräuchte jetzt die Spinnen als nächstes. Ah, da kann ich jetzt die erste Spinnwebe einsammeln. Oder auch nicht. Ist jetzt nicht die Frage, kann ich die Spinnwebe mit dem Schwert beseitigen oder brauche ich dafür was anderes? So, das zweite Bild. Und die dritte Kerze. Ha, die erste Kerze ist wieder angegangen. So, mit dem nächsten Hausupgrade. Second Floor Banister. Das heißt, das ist das dann, was ich für die Ratten benötige. Das heißt, damit sie jetzt wahrscheinlich hier dazwischen herumhuschen können, zumindest sobald ich das dann gekauft habe. Aber bis ich sie sehe, brauche ich hier erstmal noch 5 Millionen. Das heißt, das dauert noch eine Weile. Dafür kann ich jetzt aber die erste Spinne anstellen. So, jetzt mal gucken, ob ich mit dem Schwert die Spinne erschlagen kann. Das da oben wegmachen kann. Ne, wahrscheinlich sind die Schwerter einfach das, womit ich dann die Skulls wegmachen kann. Aber mal sehen. Auf jeden Fall kommen mindestens zwei Schwerter, die dann liegen bleiben. Das heißt, anders als im Außenbild. Ja, wo leider das andere nicht mitläuft. So, hier habe ich jetzt auch wieder Click Income mal 2. Das heißt, ich kann auch auf 60 Diamanten warten und kann in der Zeit gutes Auto Collect. Das ist natürlich Dungeon Door Key wahrscheinlich. Das heißt, da kommt noch eine Erweiterung. Das heißt, es wird noch eine weitere Szene geben. Irgendwann, irgendwo. Ja, also da kommt noch einiges auf mich zu und hoffentlich auch auf euch, wo ihr dann mitschauen könnt, was denn da so los ist. Okay, 3 Gems. Mal gucken, was eigentlich noch hier ist dann. Gut, das mal 2. So, das waren jetzt wieder Klicks. So, wenn das Symbol einmal auftaucht, dann sind es direkte Boni, und wenn es zweimal auftaucht, dann ist es eigentlich der Bonusmultiplikator, der aktiviert wird. Die Frage ist nur, warum sollte ich überhaupt die Position wechseln? Okay, damit gewinne ich dann die Items. Okay. Da ist noch ein Bonus. Here's something. Naja, so leise ist der auf jeden Fall nicht. Aber ich werde dann mal schauen, dass ich die zumindest aktiviere, damit ich die Boni überhaupt starten kann. Also damit, wenn ich jetzt offline bin, die zumindest irgendwas ansammeln. Okay, aber bei den Erweiterungen oder bei den Arbeiten hier, das nach und nach freizuschalten, werde ich euch jetzt erstmal nicht mitnehmen. Das werde ich nach und nach dann weiter vorbereiten und euch dann wieder zeigen, so wie letztlich hier das Haus dann in voller Formation aussieht, dass ich dann auch hier weiter vorbereite, was es dann noch zu erkunden gibt, wo, also ob das Schwert jetzt tatsächlich nur gegen den Schädel einzusetzen ist und wie und wann ich jetzt hier Spinnweben beseitigen soll und vor allen Dingen womit. Also, soweit jetzt der Blick endlich ins Haunted House, ins Spukschloss bei Steam Collector, und damit auf zum nächsten Mal.